Heutiges Thema, weniger ist mehr. Wie man sieht, ist das auch eine bereits bestehende Weisheit des Gewichtheberkellers. Also, bereits andere schlaue Menschen wussten das. Es ist nicht auf meinem Mist gewachsen. Aber ich werde das heute für euch kontextualisieren. Sehr schönes Wort. Kontextualisieren? Dann auf zum Whiteboard. Also, ich habe erstmal gar nicht mehr dran zu schreiben, ehrlich gesagt. Das wird halt ein kleiner Rant, wahrscheinlich, dieses Video. Aber es hat halt auch sehr viel Sinn. Viele Leute heutzutage geraten halt so in dieses Hamsterrad des immer mehr Machens und laufen, kommen aber nicht von der Stelle. Das ist ganz einfach daran, dass viele Leute viele unnötige Dinge tun, die sie nicht wirklich weiterbringen. Also man hat halt mit Zeit und Energie zwei begrenzte Ressourcen, die man also möglichst effizient irgendwie verteilen sollte. Und ein Großteil des Tages verbringt man aber damit mit nicht essentiellen Dingen, sage ich mal. Und dasselbe gilt halt auch fürs Training. Viele Leute machen irgendwelche Übungen, die gar keinen Sinn machen, weil die sie nicht machen brauchen. Die machen sie halt, weil, oh, die habe ich gesehen oder habe ich auf Instagram oder YouTube gefunden oder keine Ahnung was und die sieht cool aus und die mache ich jetzt. Oder die machen vom Bankdrücken mit irgendwelchen Gewichten immer den Klassiker mit den Rotatormanschetten. Stehen Sie so vor der Bank. 5 Minuten später, so ungefähr. Muss man das machen? Nö. Wahrscheinlich nicht. Warum sollte ich? Warum sollte ich das pauschal machen, wenn ich keine Schulterprobleme habe? Und das ist halt immer so, es gibt so pauschale Dinge, die werden dann immer gemacht. Auch sowas wie Dehnübung oder Faszienrolle. Ich rolle am besten vor dem Training eine halbe Stunde lang alles aus. Aber warum? Warum sollte ich das tun? Wenn ich vielleicht mich auf ein, zwei Punkte konzentrieren sollte, wo ich Einschränkungen halt habe. Und wenn man dann nur eine Stunde Zeit hat fürs Training, schafft man in dieser Stunde halt auch mehr nützliche Dinge zu tun und eigentlich mehr Erfolg zu machen. Also, weniger ist mehr. Es gibt, habt ihr vielleicht schon mal gehört, das Pareto-Prinzip. Oh, das kann man wieder richtig gut lesen. Ja, meine Whiteboard-Skills sind aufgebraucht für den Tag. Das habe ich für die Überschrift alles. Ja. Vielleicht sollten wir mal Donations sammeln, wenn wir uns neue Stifte kaufen können. Das wär's. Bitte jetzt donaten. Also das Pareto-Prinzip besagt, dass man mit... Meine Güte, der ist komplett am Arsch, Junge. Das Pareto-Prinzip besagt, dass man mit fast allen Dingen im Leben, mit nur 20% des Aufwands, 80% aller Erfolge erzielt. Und dass die übrigen 80% des Aufwands, die man betreibt, nur noch die restlichen 20% des Erfolgs bringen. Schon mal gehört? Nee, tatsächlich nicht. Nicht? Nicht. Ha. Das ist super interessant, da mal drauf rumzudenken. Aber so lebe ich schon mein ganzes Leben. Natürlich. Ja, weil es ist absolut zutreffend. Gerade Thema Kraftsport. Stell dir vor, du hast einen Anfänger, der geht dreimal die Woche für eine Stunde ins Gym. Alles, was er macht, ist Kniebeuge, Bankdrücken, Kreuzheben, Rudern. Big on the basics. Einfach nur die 4 Übungen. Das macht er dreimal die Woche. Für 2 Jahre. Und das macht er gewissenhaft. Er ist nicht am Handy. Er nutzt die Zeit, die er hat, sinnvoll. Gibt Vollgas. Super intensiv bei der Sache. Schöne Ausführung. Dies, das, jenes. Einfach nur die 4 Übungen. Ganzkörpertraining. Dreimal die Woche. Für 2 Jahre. Was glaubst du, wie er nach diesen 2 Jahren aussieht? Er ist groß und stark. Er hat Muskeln aufgebaut und viel Kraft. Und dann hast du jemanden,
Der investiert doppelt so viel Zeit im Gym, auch für 2 Jahre, hat vielleicht einen Dreier-Split, geht 6-mal die Woche ins Gym und der macht auch die Grundübung, aber der macht halt auch noch 2 Bizepsübungen, 2 Trizepsübungen, Booty-Kickbacks, ein bisschen Wadenheben, ein bisschen Seitheben, ein bisschen Rotatorentraining. Investiert doppelt so viel Zeit am Ende des Tages. Was glaubst du, wie er nach 2 Jahren aussieht? Das ist eine ernsthafte Frage. Das ist eine ernsthafte Frage. Du bist wahrscheinlich nicht viel besser. Das ist korrekt. So ist es wahrscheinlich nicht viel besser. Er hat doppelt so viel Zeit investiert und sieht vermutlich schon vielleicht ein bisschen muskulöser aus, aber er sieht nicht doppelt so muskulös aus, Nee. obwohl er doppelt so viel Zeit investiert hat. Versteht ihr? Das ist sehr zutreffend einfach. Und gilt für alle Bereiche im Leben. Man kann, gerade was den Kraftsport angeht, mit wenig Aufwand extrem viel erreichen über einen längeren Zeitraum. Es gibt wenig Dinge im Leben, die so ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis haben im Prinzip. Also Kosten-Nutzen-Faktor zum Thema Zeit und Ergebnis, also das, was man dafür bekommt. Funktioniert extrem gut. Also, die Frage, die ihr euch vielleicht mal stellen solltet, ist, was ist wirklich essentiell? Also das ist halt so die Frage, was ist essentiell, was brauche ich wirklich? Und dann das Thema könnt ihr euch aussuchen, zum Beispiel für meinen Trainingsfortschritt. Das ist natürlich immer die Frage, was ist überhaupt mein Ziel? Also klares Ziel definieren und dann wirklich nur das im Plan schreiben, was essentiell für die Erreichung meines Ziels ist. Und dann ist natürlich, also wenn ich jetzt, wenn wir es mal zum Thema nehmen, ich möchte Kraft aufbauen, ich möchte leistungsfähig sein, dann ist natürlich auch für die Erreichung des Ziels essentiell eine gute Bewegungsqualität. Das heißt, ich sollte eventuell gezielt an meinen Schwachpunkten da arbeiten. Und eventuell, wenn ich Schmerzen habe, ist natürlich auch eine Frage mit Einschränkungen, was auch immer, muss ich halt auch berücksichtigen. Also, ihr müsst euch halt überlegen, was brauche ich wirklich? Was ist mein Ziel? Wo ich vielleicht Einschränkungen, die ich adressieren muss. Und dann macht ihr wirklich gezielt nur das, was ihr für euch als essentiell, ja, was für euch essentiell ist. Und dann werdet ihr mit weniger Zeit und Mühe unterm Strich genauso viel oder wenn nicht sogar noch mehr Erfolge erzielen, als wenn ihr einfach pauschal alles in euren Korb packt und versucht alles zu machen. Das funktioniert nicht. Weil, wie gesagt, Zeit und Energie ist begrenzt. Man muss sich aufs Wesentliche konzentrieren. Ich weiß gar nicht, dieser Spruch weniger als mehr, den kenne ich schon seitdem ich klein bin, den gibt es schon Ewigkeiten. Hat Therese immer gesagt. Ja. Ja, unser Deutschlehrer, der Alte. Weniger ist mehr. Und wir sind ja nicht bei Aldi an der Kasse. Ah. Wenn es mal wieder besonders unruhig in der Klasse wurde. Na ja. Wir sind ja nicht bei Aldi an der Kasse. Nee, kann ich leider nicht mitreden. Hattest du Therese nicht? Kurz. Also, das ist halt auch eine Mindset-Sache. Das richtige Mindset ist ja auch immer sehr wichtig. Ich sage immer, es gibt 3 Phasen der Trainingskarriere im Prinzip. Als Anfänger ist es extrem wichtig, auf die Ausführung sich zu konzentrieren, gute Bewegungsqualität zu etablieren, überhaupt eine Gewohnheit zu schaffen, ins Training zu gehen. Wenn die Phase abgeschlossen ist und du fortgeschritten bist, dann wird die Trainingsplanung immer wichtig, dass du gezielt deine Trainingsparameter anpasst und variierst, um langfristig dein Training zu periodisieren und zielführend zu gestalten. Wenn man das getan hat und das ein paar Jahre macht und so in diese Oberkategorie Elite anfängt reinzustupsen, dann wird das Mindset immer wichtiger. Dann ist natürlich die Frage, was sind so die prinzipiellen Trainingsansichten oder Herangehensweise, die ich halt so habe. Und ich schwöre euch, weniger ist mehr, ist definitiv eine, die man haben muss, haben sollte, wo man sich mal auseinandersetzen sollte. Okay, also denkt drüber nach, macht nicht einfach alles drauf los, sondern konzentriert euch aufs Wesentliche. Das gilt für letztendlich alle Bereiche im Leben. Irgendwelche Anmerkungen? Nee, ich wollte nur noch mal sagen, dass es ja auch, sag mal, sinnvoll ist für, sag mal, Jugendliche, die anfangen beim Training, sind vielleicht noch Schüler, haben viel Zeit, sind Studenten, haben viel Zeit. Irgendwann geht dann der Alltag los mit Job, Familie, keine Auf Ahnung. einmal hat man keine Zeit Auf einmal mehr. hat man keine Zeit mehr und Ja. dann sollte man vielleicht sich Gedanken machen über, ja, wie effizient kann ich die Zeit nutzen und dann
sind wir wieder bei weniger als mehr. Absolut, so ist es. Das ist auch so ein Thema allgemein zu diesen Mindset-Geschichten, was ich auf diesem Channel eher mal auch, ich sag mal, unter das Volk mischen möchte. Gerade zum Thema weniger als mehr und ja, was ist essentiell? Also, wie finde ich das heraus? Kann man viel machen? Ich würde jetzt gerne mal so einen essentiellen Part aus meiner Tagesroutine vorstellen. Ich führe so eine Art, obwohl das spoilern wir nicht. Das ist jetzt der Cliffhanger. Okay. Also es kommen auf jeden Fall noch Videos mehr zu diesem Thema. Das lassen wir jetzt so stehen. Abonnieren, liken, kommentieren, teilen und wieder reinschauen.